Servus Freunde der Fotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Quick and Dirty Inspo Video von mir. Und diesmal würde ich sagen, starten wir hier gleich und gehen in die Vollen. Hier siehst du meine ganzen Materialien, die ich verwendet habe, und darunter wie immer meine Kameraeinstellungen. Vorweg, die Idee stammt nicht von mir, sie stammt vom YouTube-User Voodoo Priester, hat mich darauf aufmerksam gemacht, hat unter meinem Verpackungsmüll-Video, ich verlinke es dir mal hier oben in der Infobox, geschrieben gehabt, ich könnte doch mal Zellophanfolie fotografieren. Wenn man das Ganze zusammenknüllt und dann schön fotografiert, sieht das aus wie Eis. Und da dachte ich mir, hey, geiler Scheiß, lass uns das doch einfach mal gemeinsam ausprobieren. Und das ist heute der Plan. Also du brauchst Zellophanfolie. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, Zellophanfolie, was ist das? Ganz einfach, das ist zum Beispiel diese Plastikfolie hier, die du um Grußkarten findest. Die ist relativ dick und eignet sich dafür perfekt. Und da musst du das Ganze einfach nur noch in unterschiedlichen Blautönen anleuchten, wenn du wirklich eine Eisoptik haben möchtest. Oder du machst einfach bei deinen Lichtern den Party-Modus an, also RGB durchlaufen lassen, und hast einfach schöne experimentelle Bilder. Und mein Aufbau ist auch recht simpel. Ich habe schwarze Pappe als Untergrund. Dann lege ich die zerknüllte Zellophanfolie obendrauf in mehreren Schichten, leuchte das Ganze einfach mit meinen Lichtern von unterschiedlichen Seiten an und fotografiere das Ganze mit einem Makroobjektiv. Und das ist auch schon alles. Und da würde ich jetzt sagen, schauen wir uns meine Ergebnisse an. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, ciao!